In der beschaulichen Stadt Friedrichstadt brodelt es. In den vergangenen Tagen hat nach heftigem Streit innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr knapp die Hälfte der Feuerwehrleute ihren Dienst quittiert. Nun kommt die Pflichtfeuerwehr. Die Reaktion der Menschen ist gemischt. Das ist wie bei der Bundeswehr damals, ne? Also ein bisschen, ich finde es schon, ja, wie soll ich sagen, frech irgendwie. Ich finde es schade, dass es so weit kommen muss, weil ich finde, dass eigentlich jeder Hausbesitzer aktiv in der Feuerwehr mitwirken müsste. Das finde ich nicht in Ordnung, weil die Leute eben halt keine Lust vielleicht dazu haben und ja, kein Elan dazu. Laut Landesbrandschutzgesetz müssen eigentlich 53 Wehrleute in Friedrichstadt ihren Dienst leisten. Nun fehlen über 20 Aktive zur Sollstärke. Um kurzfristig das Ruder herumzureißen, werden morgen schriftliche Verpflichtungserklärungen zugestellt an Bürgerinnen und Bürger zwischen 18 und 50 Jahren, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Und das ist per Gesetz auch möglich. Das funktioniert so, dass nach der Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein jeder Bürger verpflichtet ist, öffentliche Ehrenämter anzunehmen. Meistens muss man auf diese Pflicht nicht zurückkommen, sondern es finden sich immer genügend Kandidaten, die freiwillig den Job machen. Aber im Fall der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichstadt ist das momentan nicht mehr der Fall. Derzeit springen die Nachbarwehren ein. Einige müssen die Gleise der Marschenbahn überqueren, um in die Stadt zu gelangen. Bei 40 Zügen täglich und teils langen Wartezeiten am Bahnübergang ein unhaltbarer Zustand. Nun kommt also die Pflichtfeuerwehr, ein schwerer Schritt für Friedrichstadts Bürgermeister. Es ist uns auch allen nicht leicht gefallen. Aber wir haben, nachdem die Austritte eben kamen, zusammengesessen mit dem Kreisfeuerwehrverband, mit dem Kreis Nordfriesland, mit dem Amt Nordseeträne. Und wir haben alle keine andere Lösung gefunden. Die neuen Feuerwehrleute sind allerdings nicht sofort einsatzbereit. Viele der Zwangsverpflichteten müssen erst die sogenannte Truppmann-Ausbildung absolvieren. Es werden also noch einige Wochen vergehen, bis die Friedrichstädter Feuerwehr wieder funktioniert.